Willkommen zurück zu Starforge. Wir sind hier immer noch unterwegs, suchen noch ein bisschen Materialien und wollen dann unsere Basis weiter ausbauen. Das hatten wir uns ja ein bisschen vorgenommen und ich hoffe, dass wir jetzt das finden, was wir brauchen. Und das ist es tatsächlich. Sulfat brauchen wir noch. Und oh, was ist das denn hier? Ich glaube, hier haben wir noch gerade was anderes entdeckt. Irgendwie habe ich gerade hier was gelesen mit Öl. Aber egal, wir brauchen erstmal das Sulfat. Denn damit und mit dem Sand, den wir schon in der letzten Folge aufgesammelt haben, können wir dann uns endlich Lampen herstellen. Juppie, Lampen! Endlich keine dunkle Nacht mehr. Na, noch ist es nicht so weit, also nicht zu früh freuen. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Wobei uns, glaube ich, auch die Materialien fehlen. Naja, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Wir können jetzt ja schon mal auf I gehen. I. Lampe, wo bist du? Lampe. Das ist die Lampe. Und natürlich fehlen uns jetzt die Eisenbahn, die wir beim letzten Mal hatten, die wir aber jetzt nicht mehr haben. Na, super. Hey, hey, Kumpel, warte mal. Hey, hey, du. Hier, warte mal. Hey. Hey. Hey, spiel mit uns. Bitte. Danke. Und darum würde ich sagen, wir holen uns jetzt erstmal noch ein wenig Holz, bauen uns dann eine Kiste und dann lagern wir erstmal alles ein, was uns wichtig ist, bevor wir dann weitermachen. Denn sonst stehen wir morgen wieder da, haben unsere ganzen Materialien verloren und müssen wieder los und alles suchen. Wobei es auch traurig wäre, wenn wir heute Nacht kein Licht hätten. Lichtlein, Lichtlein, leucht mir in der Nacht. Ich hab doch solche Angst. Wir haben uns übrigens noch gar nicht überlegt, wie oft diese Folgen erscheinen sollen. Also ich meine, mittlerweile werdet ihr gemerkt haben, entweder sind sie jeden Tag erschienen oder alle 2 Tage. Ich schätze mal alle 2 Tage. Aber genau kann ich das noch nicht sagen, weil ich es halt beim Aufnehmen noch nicht weiß. Ich produziere jetzt gute 3, 4 Folgen. Und dann denke ich wirklich tatsächlich, dass es so sein wird, dass die alle 2 Tage erscheinen. Ich denke, das ist ein ganz guter Rhythmus. Wir haben ja mit The Forest ein Let's Play, was täglich erscheint. Und dann haben wir mit Hearthstone und Starforge 2 tägliche Sachen und eigentlich auch mit Gothic 2. Wobei das ja ein bisschen momentan in, ja nicht Vergessenheit, aber ein bisschen zurückhängt. Das liegt einfach daran, dass bei Gothic 2 das Problem besteht, dass es Mucken macht, wenn ich es nicht direkt nach dem PC-Start starte. So, und das bereitet mir echte Probleme, sodass ich dann, wenn ich halt irgendwie erstmal was für die, was anderes machen muss. Warum sind wir gerade verletzt worden? Warum werden wir gerade verletzt? Keine Ahnung. Warum? Ach, wir sind am Verhungern. Wir sind am Verhungern. So. Wir knallen alles rein, was wir finden. Sodass ich dann halt jedes Mal direkt mit Gothic los starten müsste. Insbesondere dann später, wenn ich dann sage, okay, komm, ich lade jetzt irgendwas noch für YouTube hoch. Oder ich render irgendwas. Naja, dann müsste ich den Rechner neu starten. Wenn irgendwas 2 Stunden dauert, dann ist das schon ärgerlich. Und das ist ein bisschen der Grund, warum Gothic 2 nicht so häufig erscheint, wie ich mir das wünschen würde. So, ich schaue jetzt erstmal in die Settings, ob wir vielleicht irgendwie ein Licht haben. Settings. Ja, super Settings. Na, super. Kann man nur am Anfang einstellen. Also, bevor Starforge startet, gibt es dann immer so einen kleinen Bildschirm. Und da hat man dann oben, ja, welche Grafikeinstellungen möchtest du haben? Möchtest du es vielleicht im Fenster haben? Und dann gibt es halt noch die Einstellung für die Tastatur. Und ich weiß, der eine oder andere wird sich sagen, ey, wofür gucke ich das denn jetzt überhaupt noch? Ich sehe ja gar nichts. Na, ich kann euch aber versprechen, ihr seht genauso viel oder genauso wenig wie ich. Weil ich sehe auch gerade mal hier, ich sehe nicht mal mehr den Bohrer, weil er auch noch dunkel ist. Es tut mir wirklich leid. Wir können mal schauen, ob wir mittlerweile ein Licht herstellen können. Wir haben ja gerade irgendwelche Barren bekommen. Und natürlich war es kein Eisen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Kiste herstellen. Eine Kiste haben wir ja gesagt. Da können wir die Materialien reinlegen. So, hier haben wir sie. Stell die mal schnell her. Oh, also dieses Geräusch, ne? Anstatt einfach irgendwo eine Meldung zu machen oder es aufploppen zu lassen. Nein, man muss so ein ekliges Geräusch einbauen, bei dem man jedes Mal zusammenzuckt.
Und ach, wir haben ja wieder unsere Boje. Aber wir haben nicht mehr unsere alte. Und deshalb wissen wir gar nicht. Ach, da hinten ist unsere Hütte. Gucken mal. Ein Happy End. Wir sehen sie. Hütte, ich glaube, übrigens, was natürlich super aussieht, ich glaube, das ist das Beste am ganzen Spiel, ist der Himmel. Also nachts hier, dieser Planet da im Hintergrund, dann diese, ja, diese Schweife, die man auch von, ich glaube, Saturn hat es, glaube ich, nicht. Und dann hier, es sieht auf jeden Fall super genial aus, meiner Meinung nach. Der Himmel ist, glaube ich, das Beste des ganzen Spiels, wenn es um Grafik geht. So, was machen wir jetzt als Erstes? Als Erstes mal holen wir uns jetzt hier genau. Was ist das denn? Ach, das ist die Kiste. Kiste? Nein. Ja, wie mache ich denn jetzt? Ich möchte jetzt ja gerne abbauen. Okay, da müssen wir wohl offensichtlich erst so einen Block herstellen. Block, wo bist du? Hier, Block, da, nein. Wo? Hier, nein. Das ist doch nicht der Block, das ist der Container. Ach, hier ist er. 9. Forge. Und wir könnten auch schon... Ja, zeigt er mir jetzt nicht an, aber... Eisenblöcke herstellen. Sehr, sehr cool. Und haben wir nicht irgendwie schon mal... Genau. Wir haben aber noch kein... Also wir können aus noch nichts machen. Schade. Schade. So, jetzt... Ach, das kann man nicht mehr abbauen. Wenn man einmal weg war, offensichtlich. Das ist natürlich jetzt blöd. Und ich dachte, das könnte man jetzt immer schön weiter so abbauen. So, das heißt, wir müssen uns hier gleich mal nochmal so einen kleinen Eingang reinmachen. Ah, das ist echt schade. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass man... Ja, das Ganze hätte nochmal ein bisschen abbauen können. Geht ja am Anfang relativ gut. Und hör auf. Mist. Ja, guck mal, wir sind drin. Also hier von der Seite kommt man noch rein. So, und dann bauen wir erstmal... Ah, das ist echt nervig hier mit der Dunkelheit. Und das ist hier gerade auch ein bisschen... Kann ich die nicht irgendwie schöner platzieren? Kann ich nicht irgendwie mit R drehen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann stellen wir die erstmal so hin. Aber die können wir wieder aufnehmen. Ich glaube, das Ding können wir auch... Genau, das könnten wir aufnehmen. Und dann setzen wir erstmal hier unsere... Cool, die ist jetzt grün. Schade, dass man die nicht irgendwie genauer hinstellen kann. Aber egal. Open Container. Da tun wir erstmal... Was tun wir da alles Schönes rein? Wir die da rein tun. Auf jeden Fall tun wir das Sulfat da rein. Den Sand müssen wir auf jeden Fall rein tun. Den Sand. Fiber können wir eigentlich behalten. Das kriegt man relativ häufig. Sandstein können wir nochmal rein tun. Und Erde können wir auch rein tun. Und das war eigentlich alles Wichtige. So, und dann könnte man jetzt nochmal darauf oder darüber gehen. So. Also schade, man kann das immer wohl nur eine bestimmte Zeit lang abbauen. Vielleicht bauen wir uns dann gleich einfach eine neue, größere Base. Ich weiß nicht, ob das mehr Sinn macht oder ob man das gut abreißen kann. Wenn man... Jetzt kriegen wir ihn nicht attackiert. Jetzt attackiert er uns. Das ist nicht gut. Wo ist er? So, da haben wir ihn. Da haben wir nochmal. Da haben wir nochmal. So, jetzt ist er tot. Er ist tot. Er ist tot, ja. Und wir haben einen Bauplan. Und wir haben Eisenbarren. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das hier? Okay, irgendeine Wand. Achso, das haben wir schon. Ach, schade. Okay. Okay, der springt erstmal hoch. Ja, kann er machen, ne? Wir holen uns erstmal den schönen Grün da hinten. Hier sieht man ja noch wenigstens ein bisschen was. So.
Also wenn wir auf Kampfstation gehen. Ach komm, wir greifen den da vorne an. Ach guck mal, der ist jetzt tot. Dann könnten wir den gleich mitlooten. So. Ach komm, dann looten wir den erst. Sind das nochmal Eisenbahnen? Okay, nee, Titanium. So, wo sind sie jetzt hin? Dann holen wir uns doch die Kleinen hier. Hey, bleib mal stehen, Kumpel. Hey, Kumpel. Hey, warte, du kriegst noch einen. Nein! Nicht weglaufen. Wir wollen doch nur ein bisschen was von dir ausleihen. Ein bisschen Fleisch. Ja, haben wir jetzt. Sehr schön. Nein, wir rutschen, wir rutschen, wir rutschen, wir rutschen. Na, super. Aber wenigstens erkennen wir jetzt unsere Basis wieder. Ich hoffe, das Ding können wir gleich irgendwie wieder einsammeln. Oder wir müssen unsere Basis dann da bauen. So. Freundchen. Wir haben eine offene Rechnung. Und die werden wir jetzt begleichen. Du musst sterben. Du musst sterben, nicht ich muss sterben. Du hast das nicht richtig verstanden. So. So, ja. Yes, Baby. Oh, das war aber traurig. Der hat ja gar nichts Sinnvolles dabei. Und es wird schon wieder Tag. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Dann können wir gleich noch ein bisschen Bob, der Baumeister, spielen. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Ey, ey, hey, wer bist du denn? Hey, hallo. Hey. Hey, lauf doch nicht weg. Hey, warte, ich helfe dir. Ich glaube, dir geht's nicht so gut. Ich gebe dir eine Bolzenspritze. Warte. Hey. Hey. So, warte. Noch mindestens eine. Ah, vielleicht zwei? Guck mal, zwei haben gereicht. Was ist das? Was ist das? Yes, Eisen. Yeah. Dann können wir ganz viele Lampen bauen. Lampen. So, haben wir hier irgendwo noch... Da hinten ist noch so ein Viech. Da ist die Frage, wir haben noch genug Leben, meiner Meinung nach. Da könnten wir es ernsthaft wagen, das ganze Ding anzugreifen. Wobei die Frage ist auch echt, wie kriegen wir dieses Ding hier weg? Wir müssen ja irgendwie... Kann man das gar nicht kaputt machen? Doch, ah, guck mal, jetzt haben wir es. Also es dauert nur sehr lange. Und wir wollten den Raum natürlich eigentlich noch größer machen. Okay, das machen wir dann nachts, ne? Also ich meine hier das innen abbauen. Aber größer machen würde ich den Raum auf jeden Fall noch. So. Wow. Ja, diese Power, die vergisst man auch jedes Mal wieder. Also die ganzen Sachen könnten wir aufnehmen. Und das Ding ist da jetzt echt reingerutscht, oder wie? Naja gut, dann haben wir halt in dieser Ecke hier diesen... die Boje drin. Aber erst einmal holen wir uns einen Gegner. Er hat uns verhöhnt. Er hat uns verspottet. So, ja. Ey, schubs uns doch nicht. Schubsen tut man nicht. Kennst du die Flur... Ey, du musst die Flurregeln kennen. Irgendwie gerade schwierig. Komm her. Aber irgendwie sind wir gerade ein bisschen unbesiegbar. Wir verlieren kaum Leben. So. Ich meine, gut, aber... Ich habe keine Ahnung, warum auf einmal. Ach, da haben wir ihn. Und zwei Baupläne. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Inventory. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da. Use. 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 Okay, haben wir schon. Komm, wir probieren es nochmal. Nein, haben wir schon. Drop! Weg damit! Okay, wir können die Sachen nicht wegschmeißen. Das ist natürlich traurig, aber egal. Irgendwann sterben wir bestimmt nochmal. Und das... Oder die Boje, ist die vielleicht weg? Hat man die irgendwie nur eine bestimmte Zeit lang? Das könnte natürlich auch sein. Gut, dass wir in der Nähe dieses Strahls gebaut haben. Da ist echt die Frage, ob wir vielleicht das ganze Ding nochmal abreißen sollten. Naja, abreißen nicht. Aber da hinten bauen sollten. Also wir haben ja eh eigentlich jetzt eine viel zu kleine Hütte. Und bei dem Strahl findet man das natürlich besser. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich denke schon. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
So. Tut uns leid, kleine Hütte. Aber dich lassen wir alleine. Weil dann ist das natürlich leichter zu finden. Klar, wenn wir irgendwie hier so eine Boje auswerfen können. Aber wenn die wirklich irgendwie nur ein paar Stunden haltbar ist, dann müssen wir jedes Mal eine neue Boje dahin werfen. Das ist natürlich auch ein bisschen öde. Ich hoffe, ich tue da mit niemandem jetzt Unrecht, der sagt, ach, so ein Blödsinn, die Hütte hätten wir schon gefunden. Bau mal lieber da weiter. Ja, vielleicht kann man da gleich später ja noch irgendwas anderes rausmachen. Es gibt ja später noch Garagentore und Buggys, die man sich bauen kann. Das dauert natürlich alles noch ein bisschen. Wir haben aber, glaube ich, auch noch kein... Also wir haben ja schon Iron Ore, oder? Genau. Nee, Obsidian. Wir könnten natürlich jetzt mal schauen, ob wir schon... Oder was haben wir hier? Crafted. Wir könnten natürlich schauen, ob wenn wir irgendwo ein bisschen Eisen finden, ob wir daraus Eisenbahnen herstellen könnten. Da könnten wir natürlich eine wesentlich stabilere Wohnung oder eine Hütte bauen. Das wäre natürlich nochmal eine Überlegung wert. Oder? Oder was meinst du? Also ich denke schon, dass es irgendwie ein bisschen sinnvoll sein könnte. So, aber erstmal den Baum Stamm zerlegen. Mit unserem super Bolzenschneider 3000. Bolzenschneider, Bolzenstecher, Bolzengewehr. Bolzen alles. Was ist das hier? Was ist das? Ja, das ist dieses Obsidian. Nee, das ist Sandstein. Sandstein brauchen wir jetzt nicht. Wo bist du? Hä? Komm her. Komm, wenn du Schwierigkeiten haben willst. Wir sind gerade gut drauf. Ich meine, wenn wir jetzt sterben... Oh. Ich meine, wir müssen auch irgendwann nochmal wieder da hinten in die Höhle rein. Unsere Sachen holen. Wetten wir sterben jetzt? So. So, wir haben nochmal getroffen. So. Ah, guck mal. Ah. Hat er verloren? Ja, da hat er verloren. Ah, das tut mir aber leid. Tut mir gar nicht leid. Use. Ja, was für ein Blödsinn. Wir kriegen nur noch Sachen, die wir schon haben. Was sollen wir denn damit? Ich glaube, da hinten das größere Rote ist Eisen. Aber auf dem Weg. Da ist noch ein Wurm. Ein Wurm des Verderbens. Aber wir mit unserem Bolzenschussgewehr. Nein, wir treffen gerade nicht. Wir treffen nicht und es tötet uns. Ah, wir haben's. Wir haben's. Boah, wir sind gar nicht mal so schlecht. Oh. Hey. Du hast das Fleisch doch nicht hier. Das wollen wir doch mitnehmen. So. Hey, hey, kleiner Wurmi. Hey, warte doch mal. Hey, wo willst du denn hin? Warte. Oh, jetzt haben wir uns verdrückt. Eigentlich wollten wir mit unserem Super-Mega-Bolzen-Gerät heilen, aber es tut uns leid. Wir haben uns verklickt. So, also es muss ja irgendwie möglich sein, wenn wir jetzt gleich dieses Eisen abgebaut haben. Ich hoffe, das ist all Iron Ore. Dass wir daraus ein bisschen Eisen herstellen können. Ich meine, was bringt uns das dann sonst, wenn wir irgendwie 5000 Jahre erstmal warten müssen, bis wir ein Muster gefunden haben, um Eisen herzustellen. Es kann natürlich auch sein, dass wir dafür den... Was ist das hier? Was ist das? Ach, das ist Clay. Dass wir dafür erstmal hier den Ofen bauen müssen. Das ist natürlich möglich. So, nehmen wir einfach mal ein bisschen mit. Wir brauchen keine Ahnung. Wir haben es dann auf jeden Fall. Schwieriges Geräusch. Sehr schwieriges Geräusch. Keine Ahnung, was uns das sagen wollte. So. Was ist das hier? Wir bauen es irgendwie nicht ab. Das ist noch zu hart, doch wir bauen es ab. Ach, Iron Ore. Ja, sehr schön. Davon würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal irgendwie so 10 mit. 20?
Guck mal, das Ding geht schnell hoch. Nehmen wir mal mindestens 40 mit. Guck mal, wenn wir springen, bauen wir schnell ab. Siehst du? Dann bauen wir teilweise 2 ab. Guck mal, sogar 4. Wenn das Ding noch schnalzt. Ach, was, wie viel hatten wir gesagt, wollten wir mitnehmen? Haben wir 50 gesagt? Ich glaube, wir hatten 50 gesagt, oder? Ach nee, stimmt gar nicht. Wir hatten 60 gesagt. Klaro, jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, haben wir ja gleich geschafft. Ist ja gar nicht schlimm. So, jetzt haben wir genug. Mensch, gut, dass du mir das nochmal gesagt hast, wie viel wir abbauen wollten. Sollen wir ihn noch? Also das wird langsam gefährlich. Aber ich glaube, ihn müssen wir. So. Oh, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Schnell. Uiuiui. Okay, wir haben wieder Power. Wir haben wieder Power. Wir machen wieder einen Angriff. So. Komm! Wir haben ihn noch. Warum stirbt er nicht? Er ist unbesiegbar. Er stirbt nicht, er stirbt nicht, er stirbt nicht. Wir können ihn nicht besiegen, oder? Ja, jetzt haben wir ihn. Aber das war echt gerade ein Kampf. Also die anderen waren wesentlich leichter. Oh, aber dafür 3 Baupläne. Sehr schön. Inventory. Also wir haben jetzt Eisen. Haben wir. Iron Ore oder aber keinen Bauplan. Und wenn wir diesen Ofen bauen wollen, dann fehlen uns noch... Ja, wie kriegen wir denn bitte Stahl? Ohne irgendwie hier das Ding herzustellen. So. Nein, das können wir eh nicht droppen. Droppen funktioniert nicht. Geht nicht. Brauchen wir nicht. Geht nicht. Geht nicht. Doch, geht. 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 Okay, wir haben ein paar neue Sachen gelernt. Ach, guck mal, man kann das sogar so ein- und ausklappen. Fiber, okay. Iron Ingot und Steel Ingot. Also davon können wir nicht wirklich viel herstellen. Was haben wir? Keine Ahnung. Dafür brauchen wir, glaube ich, schwarze Materie. Eine Tür könnten wir herstellen. Davon könnten wir... Ah, Iron Ore brauchen wir dafür. Ah, sehr schön. Ich glaube, da machen wir auf jeden Fall. Also davon kriegen wir... Kriegen wir... Ne, 20 kriegen wir nicht. Warum brauchen wir jetzt auf einmal 10? Guck mal. You can't forging terminal. Ja, ein forging terminal. Ich habe aber kein forging terminal. Weil für forging terminal brauche ich, weiß nicht, wie viel 1000 Stahl, den ich im Leben nicht habe, ja? Hör auf. Also müssen wir uns, glaube ich, doch erst eine Holzhütte bauen und die dann nach und nach aufrüsten. Das hat, glaube ich, sonst keinen Nährwert. Hey, hey, Wurmi, hast du ein bisschen Stahl? Ey, ey, hast du mal Stahl? Hey, komm, zeig mal, hast du Stahl? Ich brauche Stahl. Hey, hast du ja gar nicht. Warum hast du das denn nicht gesagt? Ey, 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 du da. Ey, du hast bestimmt Stahl, oder? Ey, du siehst voll wie so ein Dealer aus. Hey, komm. Nochmal zweimal ein Popo rein. Dann gibst du mir ein bisschen Stahl. Okay, das klang jetzt sehr schwierig. Boah, Entschuldigung, da war ich gerade mal ein bisschen ruhig. Da war ich ein bisschen selbst geschockt. Werden wir das wohl noch überleben? Ja, aber die Frage ist echt, wie kriegen wir das hin, ohne die Materialien irgendwie im Ofen machen zu können? Klar, hier finden wir irgendwie Iron, 6 Stück. Aber was bringt uns das denn? 6 Stück, da müssen wir irgendwie tausende von Tiere töten, bis wir von allem genug haben. Weil so wie das scheint, wird das ja noch zufällig vergeben. Und ich weiß auch noch nicht, was das hier für ein rotes Ding ist. So, haben wir eigentlich schon... Haben wir gecraftet? Ey, sag mal, haben wir gecraftet? Haben wir gar nicht gecraftet. Davon machen wir erstmal wieder locker 31. Und legen mal los. Müssen wir gleich nochmal einen Baum fällen.
Und dann sind wir auch schon, ach, wir sind schon lange wieder am Ende einer Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und was wir uns hier gleich Schönes hinsetzen oder hinbauen vielmehr, das erfährst du erst in der nächsten Episode.